Naja, wahrscheinlich wird Peter nicht der Erste gewesen sein. Akt 7, Darkness Comes Out. Ja. Und wir sind wieder am Händewaschen bei uns im... In der Wohnung. In der Wohnung. Und sind jetzt wieder Phil, oder was? Ja, wir sind wieder Phil und Bastard. Ja, ist so toll. Bastardo. Hat sich ja richtig viel getan in unserer... Okay. Okay. Alles mal an die Decke angespackst, Alter. Kann man machen. Oh. Clown. Da ist eine Kassette. Ja, ja, das ist ein wunderbares... Duster, ich kann's gar nicht erkennen. Ein Abspielgerät. Father's Day. Father's Day. Oh. Oh, guilty. Schuldig. Hier unten ist noch die Taschenlampe. Fresher doesn't work. Okay. Ey, ich drück die ganze Zeit F und denk mir so. Ja, okay, cool. Das war also das panische Tipper gerade, ja? Ja, ich wollte nämlich ganz schnell F drücken, damit halt. Ey, ich sehe hier nichts mehr. Die Taschenlampe. No, fuck you. Okay, wir gehen einfach weiter geradeaus durch. Ja, ja, cool. Ah, yes. Guck mal hier. Papas Zimmer, schön. Oh. Danke. Oh, das haben wir schon gesehen, okay. For my son. Oh, bis später, Peter. Ja, so sieht's aus bei Peter. Ethan! I'm sorry. It's all my fault. Your mom asked me not to drive. I didn't listen to her. You know how I want to get it all back. I would do anything for that. Because of my job, I didn't pay attention to you at all and was a bad father and husband. I want to fix it, but I only made it worse. Took you away from each other. I'm so sorry. I have to try to fix it. Na dann, gib mal dein Bestes. Oh no. Father's Day. Oder schön hingehockt jetzt, ja? Schön so. Ja, wir wollen ja hier auf Augenhöhe gucken, ja. Ne? Und jetzt. Na. I want to sit on chair, okay? Oh, naja, er möchte an seinen Lieblingssessel setzen, wenn er sich Foltervideos anguckt. Oh! Du scheiß Clown, ey, hör auf, ey, wirklich. Ist also der Clown, ja. Don't leave, ja, okay. The batteries on the camera is dead. Ah, oh, schön. Oh, dann nehmen wir doch einfach die Taschenlampe, die hier oben rumliegt. Das ist auch so ein alter und, Scheißteil, ey. Und noch den Schlüssel dazu. Oh, der ist aber schön. Können wir jetzt hier, ach so, nee. Oh, guck mal, hier ist keine Klinke dran. Also, no, also da müssen wir dem Hausmeister noch Bescheid geben. Hier, bitte Klinke nachbauen. Können wir hier irgendwas nehmen? Nee. Ach, hallo! Komplett weggeleckt, das Ding, irgendwie. Was? Eigentlich nicht mitgekriegt jetzt gerade. Der steht da noch. Ja, aber den, wie er da vorgesprungen ist. Achso. Wo ist das? Ah, hier ist der Clown. Ach du Scheiße. Der ist so ein fetter, so ein dünner Eklär. Oh nein. Need to find a key. Ich dachte, ich hätte noch irgendwas Bolzenschneider-mäßiges dabei. Guck mal, links hier von uns irgendwie. Links? Schön oh. Eingemauert. There's a passage behind the wall. Okay. Okay. Hey. Das Lüftungsgitter, können wir damit interagieren? Oh, shit. Ja. Ich hatte auch noch recht. We can open the ventilation grate with a screwdriver. Okay, kannst du wahrscheinlich einfach nur abziehen, Junge, Alter. Du brauchst ja nicht unbedingt Werkzeug dafür, mach's doch kaputt. Aber Remy, du weißt, was passiert, wenn wir da durchkrauchen. Nee. Du weißt, also, welche Mucke denn startet. Achso, ja, deine. Was, meine? Naja, die du hier, ne? Hallo, das hallo, hallo. Das ist ein sehr patriotischer Schraubendreher, den wir da gerade gefunden haben. Okay. Dann machen wir jetzt hier erstmal, Okay.
Jetzt würde ich ja lachen, wenn wir gar nicht da durch. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht, dass wir nämlich gar nicht diese Sequenz haben, sondern direkt da sind. Okay. 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 Locked. Need a key. Okay. Haben wir nicht einen mitgenommen? Aber wir haben es einander. Oh. Ja, ist okay. Achso, wir müssen ja wahrscheinlich erstmal zurück, den Dampf abdrehen, um dann wieder zurückzugehen, um dann. Ah, okay. Verstehe. So, ja, genau, da wollen wir. Ja, und jetzt drehen wir da dran. Ich bin jetzt hier wieder zurück. Um, dass wir den Raum erkunden können. Und ich mir wahrscheinlich gleich wieder ins Hemdchen mache. Bis später, Peter. Ah! Nee, okay, nichts. Ist das? Ein Pinsel? Okay. Ein Vorschlaghammer! Da ist doch Sledgehammer. Kennst du noch die Serie von damals? Sledgehammer? Mhm. Okay. Wisst ihr noch, wie seine Pistole hieß? Nee, aber das war auch so ein Monstrum. Die Magnum. Ich meine Susi. So, dann schlagen wir doch mal die Wand ein. Und gucken, was sich dahinter verbirgt. Irgendwelche Klauenschleichen? Scheiße. Was? Oh nein, Alter, so ein Gollum, ey. Warte. Können wir den. Ach, shit, ich würde den gerne mitnehmen. Hallo? Ja, wer baut denn sowas schon wieder? Alter, ey, oh Mann. Das ist doch schon wieder so ein Dave'scher Folterkeller. Ich seh doch, komm. Oh Gott. Och, so eine Lore oder was? Oh. Alter, wer schmatzt? Oh, da snackt jemand was. Kannst du dich hinhocken? Oh, ja, müssen wir zensieren den Arsch. Hashtag ab 18. So, wir können doch jetzt hier den Schlüssel nehmen, oder? Toll. I can open the box. Schön. Ah, gut, dann. Oh Gott, wenn ich jetzt wieder zurückrenne, dann passiert doch. Du bist noch da, du bist noch am Essen? Okay, cool. Wir gehen zurück und öffnen die Box. Ohne dass uns jetzt hier irgendwas passiert. Oder? Ja, okay, cool. Ja, siehst du, guck mal. Easy. Stevie, haben wir easy gerockt. Haben wir? Ja, easy. So, und? Box. Wo ist eine Box? Soll da jetzt drin sein? Weiß ich nicht. Was ist das? Okay. Das ist für Zitter. Zwei Steigbügel, aber was? Ich weiß es nicht. Muss ich jetzt damit irgendwas anderes aufmachen? Kaputt machen? Was ist passiert? Da ist nix Schlimmes. Da, du, die gerade so ein bisschen gemampft hat da hinten in dem Raum, die war kurz hier vorne und ist wieder in ihren Raum da abgedüst. Also hier. Wieder hier lang. Das ist ja geil. Ich bin mal echt gespannt, wenn du mein Videomaterial sichtest irgendwie. Also gerade gar nichts bei mir auf dem Bildschirm gewesen. Also nur der Raum so. Einfach nichts. Okay. Ja, so kann man sich Horrorspiele auch hübsch machen, ne, Sie? Ja, ich find's auch ja nicht, was du so hast. Das ist eigentlich so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm, alles klar. Oh, tut mir leid wegen dem Husten, aber es ist wie das. Guck mal da ist er wieder am Snacken. Ist an der Arschi. Aber hier kann ich ja nichts machen. Also, was ist denn jetzt? Ich weiß nicht, was wir überhaupt gefunden haben. Haben wir ein Menü? Muss ich mal so nach 2 Stunden fragen? Also, ich kann. Mit Tab auch nicht? Sonst hat Tab immer Menü in den Games? Nö. Nüchte. Na gut. Nö. Dann gucken wir mal, was wir noch damit machen können. Mit diesen ominösen Dingen. Ja, das sah jetzt aus. Wie sah das jetzt aus? Das sah aus wie Stäbe? So ein bisschen so wie Henkel oder irgendwas, wa? Ja, genau. So, kann ich denn hier mit irgendwas jetzt machen? Kann ich die hier irgendwie. Nee, kann ich nicht. Kann ich hier wieder zu. Warte mal, kannst du die Kette damit aufhebeln? Ist das Leiter? Wieso kann ich die Leiter mitnehmen? Nee, die Kette habe ich schon ausprobiert. Also hier, die habe ich schon. Also ich bin eigentlich quasi nur ans Tor gegangen. Weil an die Kette komme ich direkt gar nicht ran. Also da. Du, wenn du jetzt zur Tür wieder hochgehst, wo wir angefangen haben. Ja. Gucke ich gleich, warte. Mal ganz kurz hier nochmal. Okay, da ist auch nichts. Hä? Wo
Muss ich hier ran? Wegen den Sicherungen? Auch nicht. Bei oben war so ein Boden hier, irgendwie so ein Doppelter. Vielleicht kommt man da noch irgendwie. Was? Mit der Leiter irgendwie weiter. Kommt man mit der Leiter weiter? Nee, auch nicht, auch nicht. Hm, Kiete. Paar Fuses? Was können wir denn jetzt mit der Leiter machen? Und vor allen Dingen mit den anderen Gegenständen. Wer bringt da oben mit den Sicherungskasten an? Aber ja, who knows? Okay, hier ist auch nichts. Hier ist ja auch nichts. Also es muss ja dann hier drin sein, oder? Oder bin ich... Sind wir blöd? Ja. Okay, ja gut. Völlig losgelöst vom Progress jetzt hier im Spiel. Ja, sind wir. Können wir die Lore irgendwie wegziehen? Ach, guck mal. Hier. Und da... auch diese Dinger rein, ja. Ja. Verstehe. So. Take it. Oh, wir sind richtig hochgeklettert. Hier eine Stufe. Nicht aufregen, da extra diese... Genau. Einfach nur die Griffe. Einfach nur, warum? Tell me why. Ain't nothing to do that way. Operator. Don't get caught by Phil. Okay, lass dich nicht von Phil erwischen. Ja, das ist ja eins meiner leichtesten Übungen hier. Nicht. Sneaking Benny. Irgendwie komme ich jetzt hier. Ich habe auch keine Taschenlampe, kein nichts. Okay, cool. Toll. Und. Wie soll ich jetzt hier raus? Warte mal. Wie doof zeige. Need to take a flashlight with us. Oh, okay. Wir können doch. Hello. Aber das ist jetzt schon wirklich. Das ist jetzt fies recycelt, muss ich sagen. Take the bell in the phone booth to save the progress of the game. Okay. Warum? Gut, jetzt haben wir gesaved und ich soll jetzt. Wo ist jetzt meine To-Do? Also klar, wir müssen uns jetzt vor Phil in Acht nehmen. Du darfst dich nicht von ihm greifen lassen. So, ja, das ist die einzige Aufgabe, aber du musst ja irgendwo hin, wahrscheinlich. Ja, wir nehmen uns erstmal hier einen Drink. Genau, erstmal eine schöne. I need a coin. Okay. Coin. Also so Hide and Seek kriege ich ja halbwegs hin. So ein bisschen. Hier kann ich nicht rein, okay. Hallo Phil! Du läufst dann, ne? Genau. Du bist jetzt beschäftigt. Kann ich hier einfach rein? Nein. Kann ich hier rein? Nein. Ach, guck mal, da ist ja Wackeldackel. Aber da kommen wir noch nicht hin, ne? Zu Wackeldackel? Nee, kommen wir noch nicht hin. Ist die Frage, haben wir hier irgendwo eine Coin? Hier haben wir keine Coin. Wo ist er? Er ist da hinten. Okay, cool. Cool. Haben wir hier irgendwo Coins? Nein. Hier haben wir aber Raketen. Können wir die abfeuern? Silvester! Haben wir was zum Abfeuern? Nee, leider nicht. Aber da haben wir Phil. Ich weiß, dass das eine Mal war... Lol. Genau hier auch irgendwas gewesen. Coin? Ja, okay. Also wenn sie recycelt haben, dann haben wir hier doch irgendwo... Achso, hier gibt es die Toolbooth. Ah, cool. Können wir ja zwischenspeichern. Das ist echt krass, Alter. Das Bild ist im Stream für mich flüssiger als über Parsec. Okay. Sehr abgefahren. Ja, guck jetzt über Stream, Alter. Ja, ist zwar nur leicht zeitversetzt, aber ist okay. Lass mich rein. Okay, hier ist nichts weiter. So, hier haben wir auch alles durch. Okay, dann können wir hier rüber. Das war das letzte Mal ja so der Fall. Also daran kann ich mich ja noch erinnern, an diese ganze Hide-and-Seek-Sache. Daher kann ich einigermaßen auch damit... Was zur Hölle? Ach so, wir müssen anscheinend an irgendeinen Banditen oder irgendwas. Eine Coin-Maschine. Ja, jetzt ist die Frage, wo? Hier ist jetzt nichts weiter. Er ist jetzt fleißig da hinten. Jetzt ist die Frage, muss ich mich jetzt hier vor ihm verstecken? Noch mal, ne? Ja, beim Zirkus vielleicht drüben. Warum zeige ich denn da drauf? Wo ist er? Benni, ich hab doch gerade hingezeigt. Ja, du, das habe ich genau gesehen. Irgendwie, ist das eine Kasse oder was? Das, ja, hier gehen wir jetzt auch rein. Ja. Das sieht gut aus. There's not enough details.
Okay, also wir müssen anscheinend noch den Hebel dafür finden. Okay. Okay, er ist hier noch am machen. Kann ich hier auch... Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Hier hatten wir das eine Mal was. Nee, da ist auch nichts. Oh, warte, jetzt muss ich mal kurz wegrennen. Ja. Mach du mal. In der Ecke hat er mich letztes Mal auch gebastelt. Ja, komm mal mit. Ice Cream. Wir waren auch hier irgendwo mal gewesen. Hier war ein Sicherungskasten oder irgendwas in der Ecke. Genau. Wo ist er hin? Ach, da hinten. Okay, also er ist erstmal wieder weg. Er ist jetzt nicht mehr geil auf uns. Aber ich gehe von aus, dass wir... Wir müssen wahrscheinlich genau dahin, da wo er jetzt gerade rumstolziert. Ja, weil da war ich jetzt noch nicht gewesen, bei den Dingern, um irgendwas zu finden. Hier, da genau, da hinten, wo er langläuft. Mal probieren. Ja, okay. Ja, okay. Wie gesagt, Tight End Seat, das kriege ich ja halbwegs hin, ne? Also das geht ja bei mir einigermaßen. Dein Ding. Ist hier irgendwo was drin? Jetzt kommt er wieder da hinten. Gucken, ob er mich ignoriert oder ob er jetzt richtig... Na, okay, das ist nicht geil. Letztes Mal waren es sogar zwei. Aber hier ist nichts drin. Oh. He's here with my feet. Kann er mal aufhören, seine Richtung so zu ändern? Aber hier ist auch nichts drin. Okay, habe ich hier noch was ich übersehen habe? Zirkus? No. No. Okay, nee. Ja, dann habe ich jetzt keine Idee mehr. Also außer auf den Bänken. Kannst du bei dem Riesenrad zum Beispiel hochgehen? Hochgehen? Naja, die Treppe hoch irgendwie, wenn jetzt ein Wagen vorbeikommt, ob eventuell irgendwas im Wagen drin ist. Können wir ausprobieren, mal gucken, ob der Clown jetzt geil auf uns ist. Noch nicht, aber gleich wahrscheinlich. Sieht aber erstmal... Wo ist er denn? Hallo! Tschüss! Ja, es ist, ja. Können wir gucken, aber es sieht erstmal wagentechnisch. Also ich kann auch, glaube ich, da nicht eintreten. Mann, ey, verpiss dich doch jetzt mal. Steht auch einfach nur. Ja. Was Schwein! Nicht muss ich ihn gleich triggern und muss mal kurz wie so ein kleines Mädchen wegrennen. Kannst du dich jetzt mal... Hallo! Verdünnisier dich! Weil hier komme ich nirgends. Kannst du jetzt nicht rechts an ihm vorbeilaufen? Also relativ weit rechts am Rand? Wenn du jetzt zu ihm schaust, quasi. Wie relativ rechts? Naja, also ich könnte jetzt hinter dem, wie ich schon wieder zeige. Ich könnte jetzt hier vorbeirennen. Aber wir können ja erstmal die Coin einsetzen, ich bin da dumm. Wir haben eine Coin gefunden, vielleicht spuckt er uns ja jetzt genau. Sowas aus. Ja, schön ja erstmal nur Orange. Na, ist ja klar, ist ja das, was man erwartet. It's time to go play on the slot machine. Okay. Cool. Full Steam Slot Machine! Yeah! Das ist nur die Frage, wie kriege ich ihn jetzt getriggert, dass er da hinten weggeht. Deswegen sag ich ja, versuch mal hinter den Schaukeln lang zu laufen. Also ganz nach rechts, irgendwie zu gehen. Ah, es wird nix. Er ist jetzt schon geil auf mich. Also, maximal bin ich schneller als er. Was ich hoffe. Ohne, dass er eine Abkürzung läuft. Wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Ah, das sieht nicht gut aus. Wait a second. Vielleicht Cutscene? I don't know. Do it. Nochmal Cutscene? I don't know. Okay, was war das? Haben wir was gewonnen? Nochmal ziehen? Ja, kann ich. Also auf jeden Fall so wieder weggelaufen. Das ist ganz gut. Yeah! Hier ist der Key. Für?
Now I can open the locked door in the basement. It's time to go back. Oh Leute, jetzt muss ich wieder zurück zu dem. Wo ist denn der Clown? Der Clown ist jetzt hinten am Dach. Mm. Clowny Clown! Look at you go. Okay. I try my best. So, okay, wir gehen jetzt hier hinten lang, müssen dann wieder da hinten und dann durch unseren... Nein! Ah, du findest mich aber auch heute hübsch, ne? Also, ist nicht schön. Benni, wir alle finden dich hübsch. Ja, das heißt war der Clown auch schon vorhin da? Der da? So, das sieht gut aus. Ihr Lieben, falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ruhig ein kleines Follow da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ja. You got it? Ich glaube, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Wo ist denn? Ah! Fuck you! War ja, ist ja toll. Alter. Ach guck mal, wer hat denn sich jetzt hier eingebaut? Nein, kleine Naschkatze hat sie eingebaut. Wunderbar. Guck mal, wer uns noch eingebaut hat. Ach, guck mal. Ja, da ist jemand schnell mit Hammer und Nagel unterwegs gewesen. What the fuck? What the shit? Geh weg da! Ich weiß nicht, ich drück alles. Ich hab keine Ahnung, was ich machen kann. Was ist das? Ja, was ist jetzt meine To-Do? Kannst du den Luftballon kaputt machen? Nehmen irgendwas? Nochmal, los, mach das kaputt! Er ist kaputt. Folgst du mich noch? Nö, okay. Kann ich jetzt hier eigentlich auch durch? Oh, leck mich doch. Das mit dem Ballon war, glaube ich, der richtige Clou. Ich habe irgendwie gerade die ganze Zeit da drauf gedrückt, wie so... Nix gemacht. Das ist nicht fair. Was haben wir jetzt eigentlich überhaupt gefunden? Was waren das? Schlüssel gefunden für ein Basement. Ja, purer Stress. Oh. Da sagst du was. Oh, guck mal hier, so, deine Freundin. So, na denn? Ja. Klasse. Oh, der Weinkeller. Schön. Ja, ist hier, guck mal. Alkohol ist der Sanitäter in der Not. Mein Mann hat sich gerade heimgeschlichen, ins dunkle Arbeitszimmer geschlichen und wir hat nichts gehört. Mein Headset ist gut. Bin dezent erschrocken. Das ist fies. Das ist richtig fies. Das ist wirklich gemein. Also, Horror gucken und dann so. Nee, es. Aber habe ich mit meiner Frau auch schon mal gemacht. Aber ich habe dann richtig eine dezent gepfeffert bekommen. Verdient, Alter. Aber zu Recht, muss man auch sagen. So geil, wenn halt so ein Prank da hinten losgeht. So. So, was macht er jetzt hier? Achso. Ach so! Ah, und wir kommen auch nicht mehr zurück. Ist ja wunderbar. Ich hoffe, dass dieser Key, vielleicht auch nicht, auch hier reinpasst. Ja, yes. Zur Not haben wir noch einen Keyfuß gefunden. Dafür haben wir hier einen geilen Lokos. Lokos. Schön. Na denn? Treffen wir uns ein bisschen locker? Aufsteller. Das ist aber geil. Ach so, ein Smoky Bacon. Oh, lecker. Ne, greif dir mal das Glas Nutti da hinten. Das Nutti-Glas? Okay. Ah, so ein bisschen Nutti. Übrigens kam letztens Robin Hood, Helden und Strumpfhosen. Okay. Hast du den schon mal gesehen? Ich glaube ja, aber schon sehr lange her, wo ich ihn jetzt mal gesehen habe. Sheriff Nottingham. Achso, ja. Großartig. Die Hexe Nutti. Ach, herrlich. Das ist so dermaßen niveauloser Humor. Steht drauf. Das ist ein bisschen stumpf, ja, kenne ich. Kann ich nachvollziehen. Ja, nee. Oh. Johnson. Hey, man. Komm down. Los, Peter. Was geht ab, Alter? I help you out. Ich weiß nicht, ob wir jetzt selber nicht gleich hier gefangen werden. Wir nehmen erstmal den Cowboy-Hut, oder? I'm a goddamn Cowboy. Pidi! Das ist natürlich klar. Wir haben natürlich keinen Schlüssel dafür. Sag mal. Wir haben doch gerade das Ding hier aufgemacht. Also. Nee. Haben wir denn hier irgendwas anderes noch? Warte mal, schau mal rechts. Und nach oben. Kopfhöhe. Ah, da.
Let's take these keys. Das ist nicht ja. der richtige, pass auf. Doch. So, komm mal raus. Jonathan, I found the boy, Peter. He was alone in that room. Peter told me that there were two more children. I couldn't find them. I couldn't find JJ. Phil had information about where he hid them. Maybe I should try again. I'm sure I can find them. Okay. Zwei weitere Kinder? Warum ist mir denn, also, nochmal zwei, jetzt weitere? Kann ich mir nicht vorstellen. Traitor, right now. It's not necessary. We are at an impasse again. Phil is not as simple as it seems. I have a suspicion that. Otherwise, let's leave it for now. We are starting the next system startup. Someplace never let go. Someplace never let go. Und wir starten wieder als Fiend. Was echt tatsächlich sehr interessant ist irgendwie, weil ich habe ein Spiel am Start, was tatsächlich so ein bisschen an John Wayne Gacy angelehnt ist und auch dieselbe, wie sagt man, in denselben Wohnungsschnitt hat. Okay. Ihr werdet es noch sehen auf YouTube. Im Video, plop. Video, plop. That boy, his name was Peter, was special. I would never hurt them. He was lonely like me. The man he called his father was a monster. I want to save him from this world. Okay, I am starting to remember what you did. Okay. Tatsächlich sind wir jetzt ja Clown, ne? Wir sind der Phil. Ja, und die Wohnung sieht auch wieder normal aus. Ne? Also wir haben wieder ganz normale Bilder. Wir haben hier, haben wir schon gelesen, neue Zeitung. Oder eigentlich die gleiche Zeitung. Okay, warte mal. Jetzt haben wir hier erstmal wieder unser Leben. Ey! Verarschen! Gleich schießt jetzt im Anschluss harte Hämmer der F-Taste, Alter. Und ich kann auch wieder, weißt du, Sprintmodus. Ja, wir sind ja ein fetter Clown, Alter. Wir können halt nie rennen. Wir können Spaziergänger. My order has arrived. Ja, ist ja gut. Der Lieferservice, der... Moment mal, warte mal. Er kriegt... Phil, what I'm doing is not real. There's no time machine. But where is the reality? Whichever is happy. Ah, okay. Das Bild ist auch toll. Einfach die... It's a red moon. Clownsmaske. Also, Nose. Ein, war ein roter Mond. Rudolph the Red Nose Reindeer. Na 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 na. I brought friends for him and broke a lot of toy and food. I want to be a real father to him. You shouldn't have felt bad. And he was happy. I did everything for this. The other kids were misbehaving and I had to calm them down. I don't understand why they call me a maniac. Kids love clowns. Oh, genau. You've been silent for 20 years and you still think you are innocent. Show me where the children's bodies are hidden. Wir sollen... Was? Naja, wir sollen jetzt einfach zeigen, wo die zwei anderen Kinderkörper liegen. Okay. Fuck you! Ja, ich hab ja keine Taschenlampe. Ich drück die ganze Zeit schon wieder F. Ich sehe nichts. Ich sehe hier nur irgendwelche Mannequins und... But we have reached an impasse again, starting another reboot of the systems. Wir fangen wieder von vorne an? Phil, I had to fix it. I'll tell you everything. Okay. Dann erzähl mal. Phil, mach mal. But defendant Phil Harris was sentenced to death by electric chair for the abduction and murder of two children.
Okay, er wurde okay, zu Tode verurteilt. Auf dem elektrischen Stuhl. He moved the bodies many times, trying to hide them. Eventually, they were found on the territory of the house. Harris buried them in the place where the van was standing. The third child was saved. Ja, nice. Oder auch eigentlich eher nein, aber, ja. During the investigation, the pilot project Golden Egg was involved. Thanks to him, we got recognition from Harris. Okay. Also, dass der die auch unter dem Wohnmobil da... Kannst froh sein, dass er sie nicht in eine Tiefkühltruhe gehauen hat. In the Golden Egg, we discovered that Phil Harris suffers from multiple personality disorder. His mind divided into two different people. Ja, in den scheiß Clown und... Keine Ahnung, normal. The depressed Phil, who withdrew into himself, thinking that he could prevent the death of his family, and the dominant personality of the clown, who had not manifested himself since childhood. Okay. Schon seit Kindheit, Alter. Okay. Since the clown controlled him in a real life, I think the real Phil helped Jonathan find the place where the children were hiding. Okay, also er hat unterbewusst denen dann gezeigt, wo die Kinder versteckt sind. He couldn't fix his mistakes, but he had to help those families. Okay. Was jetzt? Das war's? Also wir haben ja jetzt alles... Okay! Ja, ihr Lieben, das war Father's Day. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Irgendwie, wenn ihr wollt, abonniert gerne den Kanal, helft dem Kanal zu wachsen. Und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Projekt wieder. Und bis dahin, macht's nicht gut, sondern macht's besser. Wie irgendjemand auf YouTube sagen würde. Ciao. Ciao. Hashtag ab 18. Oh. Jonathan didn't find Sergeant Henry. What are going to do? Okay, Chat, wir sind noch nicht durch. Do not disconnect it from the system. You will find to tell the police. Nein! Epilog! I'm in this place again. Was? So, wir sind der Polizist, der niedergeknüppelt wurde da vor 20 Jahren. Ruhig. Okay. Warum spielen wir denn jetzt so wach? Was ist denn das jetzt? Ich dachte, wir sind durch. Denk dran, Mika hatte uns schon mal so gekriegt. Aber das wird jetzt natürlich tatsächlich, ich gehe mal von aus, jetzt wirklich der Epilog sein. Weil von du weißt, wir haben schon mal einen Epilog gespielt, wo er dachte, oh, der Epilog, dann war das die Demo davon nochmal, wo die sind reingeklatscht hatten. Mm. Aber das sieht schon echt scheiße aus da irgendwie. Ey, Chat, schreib doch mal rein, wer das nächste Game von Imika Games spielen soll. Ich wäre dafür, dass Steven spielt, wenn Mannequins mit am Start sind. Wer ist dabei? Oh, warte mal, falsche Richtung. Benny hat mich gespiegelt. Also die Richtung. Ja. Nee, also... Ah, schön. Schon Richtung Steven. Mixtape bei? Ja. Ja, okay. Nein. Ja, wer? Ja, war ich das jetzt gerade? Nee, nee. Irgendjemand anders hinter dir. Oh, okay, kann ich jetzt hier... Ja, okay, hier... Oh. No. Okay. Oh Gott, oh Gott. Die Kassiererin. Ja. Die hat ein nettes Oberteil an. Wahrscheinlich müssen wir das Glöckchen jetzt in der Telefonzentrale hinstellen. Okay. 5 Cent. Oh, what? Wie? What? Wie? Oh, okay.
Muss mal wieder mich wieder normal hinsetzen. Ich bin immer weiter vom Mikro weggegangen. Alles so finster. Wäre ja schon fair, wenn Steven jetzt immer noch so. Mutti, wieso? Ja. Denn? Mutti, Mutti. Ja, genau. Bin ich ja bei dir. Ach, guck mal, Chuchu. Oh no. Ach, ist ja nett, ne? Badewanne zum Anschneiden. Wird's mal fetzig, wo da drin oder was? Okay, hier komm, hier geht's nicht. Hier geht's nicht weiter. Immer die freudigen Weinen nach. Geht nicht. Wir gehen einfach mal hier lang. Da wird die Musik gleich ganz anders. Toll. Alter, bin auch dafür. Würde gerne mal wieder Stevies hohe Stimme hören. Ja, Stevie, da. Du hast jetzt auch. Ach, toll. Auch einen besseren Rechner. Ne, da kannst du jetzt auch mal ein bisschen leiden. Na, aber eins kann ich versprechen, dann suche ich richtig übel Dinge raus. Wenn ich leide, müsst ihr auch mitleiden. Ah! Ah! Oh Gott. Oh Gott, und schon sind wir in der U-Bahn, Alter. Oh. Dreh dich mal um. Ich will mich nicht umdrehen. Was war das? Okay, ich dachte, da guckt mich gerade jemand an. Oh, shit. Alter. Komm ich hier durch? Nope, nope. Alles gut bei dir? Alles, nee? Kannst du dir die Fahrkarte nehmen? Da? Hab ich auch schon versucht, aber... Nee. Und ich geh wieder zurück. Wo ist der denn? Na, also die Puppe wird ihn jetzt symbolisieren. Aber welche? Na, die da weinend am Boden kniet. Okay. Aber ich kann noch jetzt nichts machen hier. You're mine forever now.